Einen wunderschönen guten Tag. Es ist doch immer wieder der Knaller, wenn man vergisst, den Anrufbeantworter oder die Töne am Telefon auszumachen. Interessiert dich nicht wirklich, es geht jetzt gleich los. Ich bin die Paragraphen Silvia, die Entscheidungsmentorin und Trennungscoach mit ganz viel, also fürs 3H-Coaching mit Herz, Hirn und Humor und Hingabe. So, Klammer auf, Klammer zu. Wirst du merken, wenn du dann hierher kommst. Ich habe wieder was für dich gelesen. Übrigens geht auch online, ne? Ich habe wieder was für dich gelesen und zwar habe ich etwas gelesen von der Ina Rudolf. Das heißt, ich will mich ja selbst lieben. Wenn man mit einem Greenscreen arbeitet, dann kann man das Buch nicht so gut zeigen manchmal. Bei dem Buch von Ina Rudolf geht es um Glaubenssätze und wie man die transformieren kann. Bei den Glaubenssätzen, das sind so Sachen wie, ich bin zu dick, obwohl es objektiv nicht der Fall ist. Oder jedenfalls geht es dir damit nicht gut. Also es ist überflüssig, dass du das denkst. Glaubenssätze sind Sachen, also negative Glaubenssätze natürlich, sind Sachen, die bringen dich nicht vorwärts, die lassen dich immer wieder auf der Stelle treten. Und wenn du diese Glaubenssätze transformieren kannst in andere, die dich vorwärts bringen, also es ist natürlich wesentlich geiler, wenn man Glaubenssätze hat, wenn du zum Beispiel sagst, also einer meiner Glaubenssätze ist zum Beispiel, ich habe immer mehr eine Lösung mehr als ein Problem, als Probleme, kannst du dir vorstellen, das macht glücklicher, als wenn ich sage, oh, warum passiert das immer mir? Und ja, das ist hier eine Technik, die ich dir vorstellen möchte. Ina Rudolf hat dieses Buch so geschrieben. Die Technik, nach der sie arbeitet, ist von Byron Katie, einer wundervollen Dame aus Amerika, die ich auch schon live in Köln erleben durfte. Und sie arbeitet mit Fragen, die du dann auf diesen Glaubenssatz anwendest. Und jetzt ist ja erstmal Stufe 1, wie werde ich mir denn bewusst, dass ich so Glaubenssätze habe? Guck mal, wo es in deinem Leben hakt und bremst und so Sachen, die sich immer wieder wiederholen, wo du sagst, oh nee, nicht schon wieder. Da könnte ein Glaubenssatz bei dir dahinter stecken. Also, ich will jetzt gar kein Beispiel nennen. Es gibt so viele Beispiele. Google einfach mal Beispiele für Glaubenssätze im Internet und dann findest du dich da bei dem und dem und dem und dem wieder und denkst, oh, Glaubenssätze, das ist ein Thema, das habe ich überhaupt noch nicht bearbeitet. Oder du sagst, kenne ich, kann ich, alles gut. Also, das Buch von der Ina Rudolf heißt, ich will mich ja selbst lieben, aber muss ich mich dafür ändern? Das ist eine ziemliche Kernfrage, denn Selbstliebe und Selbstbewusstsein und alle diese Sachen, die mit Selbst zu tun haben, sind ja ziemlich wichtig dafür, dass du im Außen mit deinem Leben zufrieden bist. Und viele sind es halt nicht. Und das fängt bei dir selber halt an. Wenn ich mit mir selber zufrieden bin, dann ist das im Außen gar nicht so wichtig, was da passiert. Und deswegen ist es zum Beispiel auch für Trennungen oder wenn ich irgendetwas loslassen muss, wichtig, dass ich daran nicht klammere, weil ich sage, also ich bin in mir, bei mir und das im Außen, das beeinflusst mich nicht so sehr. Also, wenn du dann so Glaubenssatz hast, dann arbeitest du mit 4 Fragen. The Work heißt das übrigens, deswegen die Arbeit, ja? Die Technik. The Work von Byron Katie. Dann stellst du dir im Hinblick auf diesen Satz 4 Fragen. Und zwar, warte, ich habe jetzt hier die 4 Fragen laut Frage 1. Ist es wahr? Nächste Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Die 3. Frage ist, wie reagierst du? Oder was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und wer wärst du ohne diesen Gedanken? Alleine das Spielen mit den Möglichkeiten zeigt dir,
diverse Holzwege, auf denen du vielleicht unterwegs bist. Dieses Video ist jetzt nicht dazu da, um dir diese Technik komplett beizubringen. Es geht nur um Bewusstheit, um dir den Lösungsweg zu eröffnen, dass es vielleicht geht. Wenn du da mehr machen möchtest, kannst du gerne zu mir kommen. Wenn dieses Problem, wenn es noch ganz andere Probleme gibt, bitte feel free und vereinbare vielleicht mal dieses 3-Stunden-Coaching bei mir, wo wir mal deine Baustellen aufreißen. Also du hast hier mühsam Pflaster auf deinen Arm geklebt, auf die Verletzungen, und wir machen die Pflaster dann mal ab und gucken, was ist da drunter, wie wäre es denn mit Heilung? Und die kann man ja nach und nach angehen, die muss man ja nicht alle auf einmal angehen. Man kann ja erst das Pflaster wieder drauf machen. Wenn man bewusst geworden ist, dann ist das schon mal Schritt 1 und ganz wichtig. Ja? Also die Technik The Work kann ich nur empfehlen. Das Buch von Ina Rudolf, Ich will mich ja selbst lieben, aber muss ich mich dafür selbst ändern? Gönn's dir mal, und das ist übrigens auch da in dem Stapel. Und ja, wie kam das jetzt, habe ich das zweimal, wie kommt das in den Stapel, und ich habe das dann auch in meiner Hand? Ja, das ist Zauberei, denn die Arbeit mit mir ist ja sowieso magisch, ne? Das weißt du, wenn du mein, wie heißt das? Akronym kennst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, deine Paragraphen-Sylvia, die Entscheidungsmentorin und Trennungscoach. Fragen? Meld dich. Bleib gesund.